Hallo Leute, heute ein etwas anderes Video, das jetzt gerade sehr, sehr, sehr spontan entsteht, weil ich gerade eine Seite entdeckt habe. Und naja, ich habe mir so die ersten Zeilen durchgelesen und ich möchte aber, dass das alles 100% noch echt ist. Und ich habe mir auch überlegt, die Kamera anzuwerfen, aber ich sehe gerade echt scheiße aus und deswegen will ich einfach... Okay, warte, ich fange einfach an. Es geht um die dümmsten Fragen des Internets. Okay, pass auf. Sind Hühner Tiere oder Vögel? Das ist kein Scherz oder so, nur Neugier. Ich weiß, sie haben Federn und so ein Zeug. Also ähneln sie Vögeln. Aber sie können nicht fliegen. Also können sie ja keine Vögel sein. Und sind wahrscheinlich... Ihr Tiere. Kann mir irgendjemand helfen? Nächste Frage. Weiß Stevie Wonder, dass er ein Schwarzer ist? Für die Leute, die es nicht wissen, Stevie Wonder war blind. Und ja, er war schwarz. Wenn ich mich selbst esse, werde ich dann doppelt so dick oder verschwinde ich komplett? Nächste Frage. Ist es möglich, dass Tätowierungen genetisch von Eltern zu ihren Kindern vererbt werden? Oh. Nächste Frage. Wird mein Laptop schwerer? Wenn ich mehr Dateien rauflade. Mein MacBook Air wiegt 1 Kilo. Wird es schwerer, wenn ich mehr Dateien runterlade? Und was ist, wenn ich Windows installiere? Okay, nächste Frage. Hilfe! Ich kriege meinen Penis nicht mehr aus dem Toaster raus. Nicht bewerten, nur helfen. Nächste Frage. Wie werde ich meinen kleinen Zeh los? Es ist ein sinnloser Zeh. Ich will ihn nicht mehr. Nächste Frage. Wird man vom Duschen schwanger? Ich bin mir nicht sicher. Kann man vom Duschen schwanger werden? Mein Freund hat vor einer Stunde geduscht und jetzt will ich duschen gehen. Aber ich frage mich, ob ich dabei schwanger werden kann. Und noch was. Glaubt ihr, er verlässt mich, wenn ich schwanger bin? Nächste Frage. Oh Gott. Kann man seine Gebärmutter auf eBay verkaufen? Alter. Jetzt kommt aber meine Lieblingsfrage. Werden die Menschen je auf der Sonne laufen? Ich habe gerade nur ein bisschen geträumt und dachte mir, wie irre das doch eigentlich ist, dass die Leute auf dem Mars und auf dem Mond waren. Was? Ich frage mich, ob ihr glaubt, dass auch mal jemand auf der Sonne langläuft. Ich weiß, das ist ziemlich heiß, aber wenn man im Wind... Aber wenn sie im Winter einfachen... Wenn die Sonne nur so -1 Grad hat, ist das doch bestimmt möglich. Alter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Menschen auf unserem Planeten wandeln. Nächste Frage. Wie kann ich meine Rasse wechseln?
Letztes Jahr war ich katholisch, aber das finde ich öde. Ich habe mir überlegt, ob ich nicht nächstes Jahr Australien oder Ungarn werde. Wie kann ich meine Rasse weg? Nächste Frage. Gibt es Autogramme von Jesus Christus? Ich weiß, dass es Autogramme von John Lennon und George Washington gibt. Und gibt es denn auch welche von Jesus Christus bei eBay oder bei irgendwem zu Hause? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Nächste Frage. Warum gehen Krokodile so schwul? Sie gehen, als hätten sie sich gerade in den Ecke gemacht. Ich hab grad fast gekotzt vor Lachen. Nächste Frage. Glaubt ihr, dass das Gewitter von der NASA erfunden wurde, um Weltraumschlachten zu vertuschen? Leute, ich heule. Ich heule. Alter. Gibt es einen Zauberspruch, der wirklich funktioniert und der mich zur Meerjungfrau macht? Ich würde gerne wissen, ob es irgendeinen Zauberspruch gibt, um Meerjungfrau zu werden. Einen, der wirklich funktioniert, meine ich. Ich habe diejenigen, die... Ich frage diejenigen, die auch an Meerjungfrauen glauben. Sagt jetzt bitte nicht sowas wie, das existiert nicht. Ich nehme das nämlich sehr ernst und wäre beleidigt. Bitte helft mir, einen Zauberspruch zu finden. Nächste Frage. Wie kann ich sicher gehen, dass ich wirklich die Mutter meines Kindes bin? Ich habe gerade ein Baby bekommen, aber es sieht mehr aus wie der Erzeuger und überhaupt nicht wie ich. Ich habe Angst, dass er mich betrogen hat. Und dass ich jetzt als Kind eine andere Frau bekommen habe. Das Kind ist das Beste, was mir je passiert ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, das an eine richtige Mutter zu geben. Junge! Nächste Frage. Wie viele Kalorien hat eigentlich ein Popel? Ich esse regelmäßig meine Puppe. Das ist wie eine Sucht. Wie viele Kalorien sind... Wie viele Kalorien sind da drin? Manchmal sind sie feucht und gelb. Nächste Frage. Wäre Michael Jackson noch am Leben, wenn er nicht gestorben wäre? Komm schon. Nächste Frage. Was stimmt mit meiner Freundin nicht? Ich bin 13 und war mit meiner Freundin zu Hause und wir haben uns geküsst und so und uns ausgezogen. Und dann habe ich gesehen, dass sie keinen Penis hat. Ich mache mir echt Sorgen, weil ich glaube, dass das Ding abgefallen ist. Und als ich sie gefragt habe, hat sie mich nur angesehen und gefragt, ob ich das ernst meine. Was ist denn mit ihrem Penis passiert? Wie kann sie Sex haben? Ich mache mir echt Sorgen. Oh...
Das Traurige ist, diese Fragen sind alle auf Deutsch. Das heißt, die wurden alle in Deutsch von Deutschen gestellt. Oh Mann. Okay, nächste Frage. Was ist die normale Menge an Sexualpartnern für eine 15-Jährige? Hallo, ich bin ein 15-jähriges Mädchen und hatte bisher 18 Freunde in den letzten 2 Jahren. Ist das normal? Alter. Nächste Frage. Wenn Batmans Eltern tot sind, wie wurde er dann geboren? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Wie können tote Eltern Kinder haben? Nächste Frage. Warum vibriert meine Katze? Ihre Brust vibriert immer, als hätte sie Würmer oder so. Ist das normal? Wenn sie vibriert, macht sie ein leises Vibriergeräusch. Und das macht mir echt Angst, weil das doch nicht normal ist. Alter, nächste Frage. Ich habe einen Eiswürfel verschluckt und den noch nicht ausgekackt. Ich habe echt Angst. Steckt er fest? Nächste Frage. Kann ich am Geruch des Furzes meines Mannes erkennen, ob er mich betrogen hat? Ich weiß, das klingt bescheuert. Aber normalerweise hat er einen eigenen Geruch. Wenn er pupst, weiß die ganze Familie, wer es war. Auch wenn er es auf den Hund schiebt. In letzter Zeit hat er ein paar Mal länger gearbeitet und hat dann immer anders gerochen, wenn er nach Hause kam. Als hätte er thailändisch gegessen oder sowas. Er behauptet zwar, dass er war nur auf der Arbeit und nirgends sonst, aber irgendwas ist definitiv anders. Glaubt ihr, er betrügt mich? Nächste Frage. Hilfe! Ich habe meine Vagina berührt. Ich war im Bad und habe aus Versehen meine Vagina angefasst. Was nun? Werde ich sterben oder in die Hölle kommen? Jetzt ist vorbei. Ganz, es ist einfach vorbei. Leben verkackt. Nächste Frage. Wie groß ist der spezifische Ozean? Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Wie groß ist er denn? Auf der Landkarte ist ja auch allbekannt der spezifische Ozean. Direkt neben dem konversativen Gürtel. Oh Mann. Nächste Frage. Gibt es Vögel in Kanada? Ich will nach Kanada fahren und meine Kamera mitnehmen. Ich frage mich, ob es dort irgendwelche Vögel gibt und nicht nur Elche. Und die nächste und letzte Frage. Kann man eine Mülltüte als Kondom nehmen? Weil wir haben gerade nichts anderes da. So. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung zu der Seite, falls ihr es euch auch mal reinziehen wollt. Und schön, dass ihr dabei geblieben seid. Ich wüsste mal gerne, wie viele Leute jetzt gestorben sind. Und ja, ich weiß, das war jetzt komplett off-topic und so, aber ich hatte gerade so Lust drauf einfach. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und yo, bis dann. Haut rein. Ciao. Wiedersehen.